Nachdem Gold 5 Handelstage in Folge ein neues Allzeithoch erreicht hatte, sehen wir heute eine Korrektur bei Gold. Erwischt es jetzt auch die Aktienmärkte, ist die Frage. Denn wir haben ja nach wie vor sehr, sehr hohe Kapitalmarktzinsen. Heute wieder ein neues Verlaufhoch bei den Renditen einerseits und wir haben einen starken Dollar. Der Dollar ist Konfetti, so hat Mark Faber einst gesagt. Aber derzeit ist er noch nicht Konfetti, sondern sehr stark. Und das ist ja eigentlich auch Gegenwind für Gold und eigentlich auch für die Aktienmärkte, ebenso wie die hohen Kapitalmarktzinsen. Und die Frage ist, kommen wir jetzt in eine Phase, wo die Dinge so überhitzt sind, gerade was die Aktienmärkte betrifft, dass die notwendige Korrektur jetzt ansteht und alles fällt, also vielleicht eben auch Gold? Das ist die Frage. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen, meine Damen und Herren, startend mit Gold. Hier sehen wir, es ging nur nach oben, mal kurz mit kleinen Korrekturen, aber wir sind heute auf ein neues Allzeithoch gestiegen bei Gold. Dann ein ziemlicher Rücksetzer auf eine Unterstützung, die Gold bisher auch gehalten hat. Wir sehen auch, dass Silber unter Druck ist, 3,5% verloren. Silber ja auch mit einer massiven Rallye in den letzten Tagen. Und die Frage ist, naja, was ist denn hier relevant? Was ist günstig? Was ist nicht hoch bewertet? Was ist hoch bewertet? Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort, gerade wenn man sich mal die S&P 500 Aktien anschaut und speziell dort Tech-Unternehmen wie Apple, wie Nvidia, dann sind die Rohstoffe günstig, zu denen ja auch Gold und Silber gehören. Hier sehen wir, wir hatten schon ganz andere Bewertungen, gerade in Krisensituationen, Ölkrise, Golfkrieg damals im Jahr 1990, Finanzkrise. Und heute, da sind wir ganz, ganz unten und sogar unter der Tech-Bubble, also in Relation Rohstoffe zu den Aktienmärkten oder den großen Aktien in den USA. Und ich hatte gestern schon von Incrementum eine Grafik gezeigt, die klar machte, dass natürlich der Goldpreis deutlich gestiegen ist, aber eben die Geldbasis, die Geldmenge in den USA noch viel, viel deutlicher gestiegen ist als der Goldpreis, also in Relation zur Geldmenge könnte der Goldpreis eigentlich noch deutlich weiter zulegen. Die Frage ist, passiert das jetzt oder stehen wir auch bei Gold erstmal vor einer Korrektur? We will see. Aber eins ist klar, wir haben gesehen, dass die Renditen gestiegen sind, Geld also teurer wird. Die Märkte machen im Grunde das kaputt, was die Fed versucht hat zu erreichen, nämlich die Zinsen zu senken und damit Geld billiger zu machen. In Sorge um den Arbeitsmarkt damals hat die Fed so argumentiert und vor allem Jerome Powell, aber das Gegenteil ist eingetreten, Geld ist teurer geworden, wir sehen, dass die Anleiherenditen nach oben gegangen sind und normalerweise ist das Gegenwind für die Aktienmärkte logisch, Liquidität wird teurer. Und Aktienmärkte leben nun mal von Liquidität. Also passiert da was? Muss sich diese Lücke ein bisschen schließen? Es gäbe viel Grund dazu. Wir sehen, dass das eigentlich weitgehend passiert ist. Haben wir deutlich steigende Anleiherenditen gesehen, dann bekam der S&P 500 ein Problem. Und wir sehen jetzt eine bärische Divergenz hier unten links im Chart des S&P 500. Rechts sehen wir den Anstieg der Renditen. Hier heißt es bei Bloomberg, die steigen wegen dem Fed-Ausblick, also weil die Fed vielleicht doch nicht so schnell die Zinsen senken wird und wegen den Election Risks, also den Risiken um die US-Wahlen. Aber wir könnten auch bei den Aktienmärkten vielleicht ein Problem bekommen, weil die sich doch relativ stark von der Wirtschaft abkoppeln. Wir haben ja jetzt den Aktienmarkt in Relation zum BIP der USA bei 200%, der sogenannte Buffett Indicator auf Allzeithoch. Und hier schauen wir mal einen Vergleich zwischen dem S&P 500 und den Leading Indicators an, also den Frühindikatoren, ein sehr beachteter Indikator für das, was kommt in der Wirtschaft. Und wir sehen, dieser Leading Indicator, der geht immer weiter nach unten. Seit Monaten, seit Jahren fast schon negativ, aber die Aktienmärkte sind immer weiter gestiegen. Ist diese Lücke zu groß? Fragezeichen. Das werden wir bald wohl erfahren. Und wir sehen im apropos Lücke zwischen der Realität am Boden, nämlich der Wirtschaft und dem, was die Finanzmärkte daraus machen. Wir haben heute die Existing Home Sales bekommen, also das sind die Verkäufe bestehender Häuser, machen ca. 70% dessen aus, was am Immobilienmarkt in den USA passiert und die sind auf den tiefsten Stand seit
hatte dem Jahr 2010 gefallen. Und ein Grund, nur einer, natürlich nicht der einzige, aber schon ein wichtiger vor allem zuletzt, ist, dass ja Kamala Harris gesagt hat, Mensch, wer ein Haus kauft, der kriegt von mir $25.000, also vom US-Staat. Und dementsprechend sagen viele, jetzt kaufe ich vielleicht erstmal kein Haus, sondern warte, bis die Harris am Ruder ist, wenn sie denn gewinnt. Und dann würde ich mein Häuschen für $25.000 günstiger kriegen. So die Überlegung, die wahrscheinlich nicht stimmt, weil eben die Verkäufer dann diese $25.000 direkt auf die Häuserpreise draufschlagen würden. Aber das sorgt dafür, dass etwa gut ein Viertel aller Hauskäufer sich jetzt zurückhalten. Und so sehen wir eben, dass solche politischen Versprechungen durchaus Folgen haben. Die Frage ist, wird es auch Folgen für die Aktienmärkte haben? Der Moment der Wahrheit. So zeigt es dieser Chart, denn wir sind an dieser Aufwärtstrendlinie, die wir seit Anfang August haben. Fliegen wir da raus, oben auch wieder eine negative Divergenz, oder halten wir wieder einmal aus den Gründen, die wir immer wieder gesehen haben, ach, die Fed wird doch die Zinsen senken, ach, die Wirtschaft ist doch toll. Den Bullen fällt ja immer sehr vieles ein, warum das nicht passiert. Aber wir sehen Skeptiker, und zwar einflussreiche, wie zum Beispiel der norwegische Staatsfonds, der geschmeidige $1.8 Billionen verwaltet, und der sagt, es ist Zeit, jetzt ein bisschen vorsichtiger zu werden. Erstens Unsicherheit über das, was in der Wirtschaft passiert, was mit der Fed passiert, respektive die Fed mit den Zinsen macht, und eben auch die US-Wahl. So hat es Trond Grande heute gesagt und empfiehlt erstmal, sich zurückzuhalten. Wenn er das macht, was er sagt, dann kann man davon ausgehen, dass man vielleicht ein bisschen die Aktienpositionen reduziert. Aber eigentlich kommen wir jetzt langsam in eine saisonal günstige Phase für die Aktienmärkte. So ab Ende Oktober geht es normalerweise nach oben, also schon vor der US-Wahl. Davor geht es normalerweise allerdings nach unten. Das war ja in diesem Jahr nicht der Fall. Wird jetzt sozusagen vielleicht sogar das passieren, was keiner auf dem Zettel hat, dass es dann mit und nach der Wahl nach unten geht. Also erstmal nichts mit Jahresendrallye. Wir werden sehen, aber das wäre vielleicht für dieses verrückte Jahr durchaus typisch. Und Sven Henrik zeigt hier diesen S&P 500 Chart, und dann haben wir eine kürzerfristige Aufwärtstrendlinie, wenn Sie hier rechts im Chart mal gucken. Und er sagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder brechen wir jetzt über diese obere Resistance Line, also diese Widerstandslinie, oder wir brechen eben durch diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie, und dann wäre da doch ein bisschen Platz noch nach unten. We will see. Das wird vielleicht auch von der US-Wahl eben abhängen. Wenn wir uns heute mal die Entwicklung an der Wall Street anschauen, dann sehen wir Minuszeichen, bisher noch einigermaßen moderat, aber es sind alle Indizes im Minus, ob Dow Jones, S&P 500, Nasdaq oder eben auch der Russell 2000. Wir sehen heute eine Nvidia mal wieder im Minus, wir sehen eine Apple im Minus, wir sehen also Tech im Minus, deswegen Stock Fall as Big Tech Hit Before Tesla's Results. Heute nachbörslich wird ja Elöhne dann seine Zahlen vorlegen, mal gucken, wie die ausfallen. Eins ist klar, wir haben jetzt von den letzten 8 Earnings 6-mal gesehen, dass die Aktie gefallen ist. Man erwartet heute nachbörslich so einen Move von 6,5-7%. Im Durchschnitt machte Tesla gerne mal 10% nach oben oder eben nach unten. Und ein sehr beliebter Trick von Elon Musk ist, kurz vor Quartalsende, das wurde auch Ende September gemacht, nochmal die Zahlen ein bisschen aufzupimpen, indem man den Leuten sagt, Mensch, nehmt jetzt euer Auto, ihr könnt sogar, wir zahlen euch den Flug, wenn ihr das Auto abholt, oder wir finanzieren euch das Auto für 0% Zinsen. Damit versucht man, die Zahlen nochmal kurz vor Quartalsende ein bisschen besser zu machen, um eben diese Zahlen zu präsentieren. Wir sehen hier, Tesla ist mit Abstand die meiste oder die teuerste Megacap-Aktie, die man findet. Vielleicht mit Ausnahme sogar von Nvidia, die ja auch nicht ganz billig ist. Und ein auch sehr teures Unternehmen ist Apple. Und die haben gesagt, also wir werden wahrscheinlich weitgehend die Produktion des Vision Pro, also dieser Brille,
dieser Datenbrille einstellen. Mein Gott, was war das für ein heißer Scheiß? Das hat Apple, die Ankündigung alleine dieser Vision Pro hat Apple viele, viele Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gebracht. Dann kam es, die Brille auf den Markt, dann nochmal viele Milliarden. Jetzt also sieht man, es ist ein ziemlicher Rohrkrepierer. Das ist die einzige echte Innovation, könnte man sagen, die Apple seit Steve Jobs irgendwie mal gemacht hat. Und jetzt floppt diese einzige Innovation. Tim Cook ist eben ein Verwalter, kein Gestalter. Ich glaube, das ist der Riesenunterschied zu Steve Jobs. Und was ist der Grund für die möglichen Probleme der Aktienmärkte? Eben die hohen Kapitalmarktzinsen. Warum sind die Kapitalmarktzinsen hoch? Nun, weil die Inflationserwartungen nach oben gehen. Das sehen wir hier bei den 10-jährigen Break-Evens, also der Inflationserwartung mit einem längeren Zeithorizont. Die sind jetzt so hoch wie seit Juni nicht mehr, deutlich gestiegen, und wir sehen, dass zum Beispiel Inflationsbaskets oder Inflationsindizes sehr gut laufen, wie zum Beispiel der Kinetica Inflation ETF. Das ist ein ETF, der also besonders stark auf Firmen setzt, die bei Inflation profitieren würden, und der entwickelt sich deutlich besser, wie Sie in der oberen Grafik sehen, als der S&P 500. Also die Märkte preisen schon ein Stück weit Inflation ein, zumindest unter der Oberfläche. Und wir sehen ja, dass Leute wie Druckenmiller davor warnen. Wir sehen Buffett, der sich ja auffallend zurückhält. Wir hatten gestern Tudor Jones, Hedgefondsmanager, der gesagt hat, alle Wege führen zur Inflation, eben schon aufgrund des Defizits, das die Amerikaner machen. Die Fed aber sagt, wir haben eine weiche Landung und die Inflation ist besiegt. Ganz klar, das sehen wir dann zum Beispiel auch bei dem Philadelphia Fed Services Index. Wird jetzt hier in Deutschland wenig beachtet, aber in den USA durchaus etwas, was Beachtung findet. Wir haben ja den Philly Fed Manufacturing Index, der meistens in den Medien ist, aber das ist praktisch der Konterpart in Sachen Services, also Dienstleistungen. Und hier sehen wir mal die Prices Paid und Prices Received, also bezahlte Preise und bekommene Preise, mit einem deutlichen Aufschwung jetzt im Oktober. Geht also ziemlich scharf nach oben, und all das wahrscheinlich, weil natürlich die Fed hier ein Signal gegeben hat, Mensch, Inflation ist im Griff, wir senken die Zinsen, alles klar, überhaupt kein Problem. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass an den Anleihenmärkten sich Interessantes tut, nämlich die Kosten, um sich gegen fallende Kurse bei Anleihenmärkten, also gegen steigende Renditen abzusichern, sind jetzt so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr. Es wird also immer teurer, sich da abzusichern, weil eben die Versicherer sagen, okay, das Risiko ist ja hoch, dass die Renditen weiter steigen, weil eben die Renditen in letzter Zeit gestiegen sind. Dementsprechend sehen wir, dass es da also durchaus widersprechende Dinge gibt an den Märkten, so wie eben auch die sogenannte Reverse Repo Facility der US-Notenbank Fed. Das ist im Prinzip ein Liquiditätspool, der geschaffen wurde in Corona für Notfälle. Diese Notfälle sind nie wirklich eingetreten. Also ist das Liquidität, die mithin in die Finanzmärkte geflossen ist. Und wir sehen, dass diese Reverse Repo Volumina jetzt so tief sind wie seit Mai 2021 nicht mehr. Also dieser Rückenwind durch Liquidität könnte hier ein bisschen bald austrocknen, zumal es innerhalb der Fed interessante Bestrebungen gibt. So hat Laurie Logan von der Fed gestern gesagt, also wir müssten vielleicht mal was ändern. Wir müssten jetzt mal Mortgage-Backed Securities verkaufen, also Hypotheken, besicherte Anleihen, sollten in T-Bills umschichten, also in kürzer laufende Anleihen, und rausgehen weitgehend aus länger laufenden Anleihen. Und das würde bedeuten, die Fed wäre sozusagen nicht mehr unterstützend im Markt bei länger laufenden Anleihen, was die Nachfrage reduziert, was letztendlich dann bedeuten würde, dass die Kapitalmarktzinsen, vor allem die länger laufenden, etwa die 10-jährige, an der sich so vieles in der Wirtschaft orientiert, steigen könnten. Also das ist ziemlich hawkisch, was die gute Laurie Logan hier sagt. Mal sehen, ob die Märkte das bald eskomptieren. Und wichtig natürlich heute nachbörslich die Zahlen von Tesla. Wir haben bei Finanzmarktwelt eine Vorschau für Sie gemacht. Was ist da wichtig? Was ist die Wartung? Was passiert? In welchem Szenario? Erste Empfehlung, gerne auch weiterempfehlen. Wir bringen dann nach 22 Uhr die Zahlen von Tesla bei Finanzmarktwelt. Also auch da reinschauen, und natürlich auch reinschauen in den zweiten Teil
wo wir uns mal anschauen, was es mit dem Dollar auf sich hat, wo wir mal sehen, wie die Dinge wirklich gelagert sind, was da passiert. Wir haben massive Dollarstärke, etwa Dollar-Yen, massiv gestiegen, muss man schon fast sagen. Der Dollar ist ein echtes Problem und es gibt dann andere Entwicklungen auch an den US-Aktienmärkten und in Deutschland, die ich für sehr erwähnenswert finde. Vor allem diese Geschichte mit Trump und Harris, mit der US-Wahl, dazu Interessantes im zweiten Teil. Beides, nämlich den Artikel und den zweiten Teil, wieder unter dem Video verlinkt. Wir sehen uns gleich. Servus, ciao.